Yo Leute, Lemmys hier und es geht weiter mit dem Let's Play MHF 1. Yo, wir sind nach... Ich glaube, es war schon längere Zeit her, aber jetzt sind wir endlich mal wieder in der Wüste angekommen. Und zwar müssen wir jetzt die Königin der Wüste machen. Und die Königin der Wüste ist... Ratian. Yo. Und die müssen wir töten. Und ja, genau. Es geht halt darum, die Ratian zu töten. Ha, cool. So, hier nochmal die Questinfo. Und gut, meistens ist sie irgendwo da oben. Und da sehen wir sie da hinten. Und scheiße, mit Farbbällen habe ich es nicht so. So, jetzt haben wir es endlich nach alle guten Dinge sind drei, haben wir es endlich geschafft, den Farbball an ihr anzubringen. Und die Radian fängt an, ihre Attacken zu starten. Gut, sie hat uns einmal erfolgreich umgerannt. Sie hat uns sogar geschafft, zweimal erfolgreich umzurennen. Und... dreimal geschafft, erfolgreich umzurennen. Scheiße. Ja. Also wenn ich das jetzt nicht mal gelungenen Start nenne. Oh, scheiße, ich hasse diese Abkehrersviecher, die hier so nebendran rumkammeln. Und mich auch verprügeln wollen. Und... jetzt können wir endlich anfangen, die Ratian zu verprügeln. Jetzt... der Anfang ist mal wieder wie immer bei mir verkackt und jetzt können wir anfangen, sie auf die Fresse zu hauen. Und diese Abkehrers gehen einen richtig auf den Sack. Ja, und Ratian blastet eher auf diese armen Viecher anstatt auf mich ein. Oh, Manu! Scheiße, sind die Viecher kacke. Lol, ich hasse es. So einen behinderten Run habe ich normalerweise nicht. Das ist scheiße. So, jetzt muss es echt kommen hier. Also mir gehen Ratian und Rathalos sowas von übel jetzt auf den Sack zur Zeit, weil sind ja schon ein paar Mal gekillt worden jetzt in diesem Let's Play. Und ich finde die Dinger jetzt einfach nur noch nervig und unnötig. Und ich glaube, jetzt haben endlich alle Abkehrers ins Gras gebissen. Da kann man ja sich endlich der Ratian zuwenden. Gut. Sie ist wütend. Das merkt man an ihrem aggressiven Verhalten und an den Bällchen, die im Mund irgendwie blubbern. Gut. Jetzt ist wieder eine Draufhaumöglichkeit. So, das waren zwei epische Blöcke nacheinander. Gut, ich bin zurzeit ein guter Blocklaune, merke ich. Gut, also man sieht, dass ich sie verletze. Rinke jetzt lieber eine erste Hilfearznei, sonst könnte ich eventuell verrecken. Das möchten wir alle nicht. Scheiße, das war jetzt gerade ein Ober-Fail. Fail, Fail, Fail und nochmals Fail. Gut, nach einem Fail müssen wir jetzt aber was Cooles machen.
Waffe wetzen ist angesagt. Und danach werde ich so feige sein und eine Blitzbombe werfen. Ich böses Kind. Hohoho. Gut. Sieht bis jetzt. Also wie man sieht, bringen Blitzbomben sehr viel was. Das Einzige, was halt nur auf den Sack gehen kann, ist der Tail Whip. Das mit den Bissen, da kommt man ja noch relativ gut weg. Und sie fliegt jetzt weg. Und zwar in die 3. Okay. Ich glaube, das ist sogar ein Gebiet, wo man ein Kaltgetränk schlucken müsste. Ist das eins? Nein, es ist doch keins. Gut. Dann werden wir sie gleich empfangen. Nein, es sind wieder hier irgendwelche behinderten Abkehrrosse. Gut, wir haben sie mit einem Schlag empfangen. Und der Kampf kann wieder losgehen. Oder weitergehen. So, ich werde jetzt so gemeint sein und alles auf die Abkehrross schieben. Ja, alles wegen den Abkehrrossen. Nur wegen denen wurde ich getroffen. Sonst würde ich ja nie getroffen werden. Das wisst ihr. Nein, Spaß. Wie man sieht, zack, ist die Ratian tot. Wie man sieht. Jo, und wir haben es geschafft. Es ging relativ, na scheiße, relativ schnell, denke ich. Und jetzt nur noch zuletzt die Grüßliste. Ich habe sie gerade nicht geöffnet, also habe ich jetzt keine Ahnung, wen ich grüßen soll. Und ich werde jetzt einfach nur noch meine allerbesten Friends und so jetzt grüßen. Auf jeden Fall Ivy aus den MFU-Freaks. Dann Reflexa und Tigerex, also Chris Manuel aus den MFU-Fighters. Dann Moondevil wollte ich auch noch gern grüßen. Black Sunshine, Gold Cat Hammer, Kantogrilla, alle möglichen, Kantorex, Arnold, wie auch immer. Und ja, ihr seid alle krass und wir sehen und ja, das war's dann so vom Grüßen her. Falls ich irgendjemanden vergessen habe, der wichtig sein sollte, dann schreibt es in den Kommentaren, diejenige Person, die sich nicht gegrüßt fühlt. Gut. Also, wir haben es geschafft, ein paar Abkehrrosse zu killen und die Ratian. Und ja, wir nehmen jetzt nur noch die Belohnung entgegen, die ziemlich gammel aussieht, aber egal. Und Königin der Wüste, wir nehmen das Geld und ich sage schon mal ciao, bis zum nächsten Mal. Yo, ciao.